Lektion 10, das Pronomen. Das Pronomen, auch Fürwort genannt, gehört zu den flektierbaren, also den beugbaren Wortarten. Es steht, wie der Name schon sagt, für ein Nomen. Es gibt Personalpronomen, Possessivpronomen, Reflexivpronomen, Reziprokpronomen, Demonstrativpronomen, Relativpronomen, Interrogativpronomen und Indefinitpronomen. Personalpronomen stehen für Personen oder Dinge und werden in die Fälle gesetzt. Die Personalpronomen im ersten Fall, also im Nominativ, lauten ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie und sie in der Höflichkeitsform. Die Personalpronomen im zweiten Fall, also im Genitiv, lauten meiner, deiner, seiner oder ihrer, unser, euer, ihr. Im dritten Fall, also im Dativ, lauten sie mir, dir, ihm oder ihr, uns, euch, ihnen. Im vierten Fall, also im Akkusativ, mich, dich, ihn, sie, es, uns, euch, sie. Zu jedem Personalpronomen im ersten Fall gehört also auch ein Personalpronomen im zweiten, dritten und vierten Fall. Oder anders gesagt, jedes Personalpronomen wird in die Fälle gesetzt. Sogenannte Possessivpronomen zeigen einen Besitz an. Possessiv heißt Besitz. Zu jedem Personalpronomen gehört ein Possessivpronomen. Auch diese werden dekliniert, also in die Fälle gesetzt. Sie lauten im Nominativ mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr. Hier sollte man nur nicht verwechseln, dass mein, dein, sein, unser, euer, ihr schon nominativ ist. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie sind Personalpronomen, keine Possessivpronomen. Bildet man nun den Genitiv, lauten die Pronomen meines, deines, seines, ihres, unseres, eures, ihres. Im Dativ meinem, deinem, seinem, ihrem, unserem, eurem, ihrem. Und im Akkusativ meinen, deinen, seinen, ihren, unseren, euren, ihren. Bitte auch beachten, dass es sich hier lediglich um die männliche Deklination der Possessivpronomen handelt. In der weiblichen Deklination ändern sich die Endungen der Pronomen. Im Nominativ meine, deine, seine, ihre, unsere, eure, ihre. Im Genitiv meiner, deiner, seiner, unserer, eurer, ihrer. Die gleichen Änderungen gelten für den Dativ. Und im Akkusativ sind die Endungen identisch mit dem Nominativ.
Hier handelt es sich jetzt um die sächliche Deklination. Die sächliche und die männliche Deklination sind fast identisch. Der Unterschied ist lediglich im Akkusativ zu sehen. Während beim männlichen Possessivpronomen im Akkusativ die Endung en angehängt wird, bleibt die sächliche Version endungslos. Das Possessivpronomen im Plural ist fast identisch mit dem Possessivpronomen der weiblichen Form. Der einzige Unterschied ist im Dativ zu sehen. Während die weibliche Deklination als Endung ein er besitzt, ist hier zu erkennen, dass im Plural ein en angehängt wird. Kommen wir zu den Relativpronomen. Relativpronomen leiten einen Nebensatz ein und beziehen sich auf einen vor dem Pronomen stehenden Sachverhalt. Sie lauten der, die, das, welcher, welches, welche. Zum Beispiel, der Mann, der die Waffe hielt, hatte eine Maske auf. Es war ein Sommertag, der uns zusammenbrachte. Der Computer, welcher beschädigt war, steht nicht mehr da. Vor einem Relativpronomen steht immer ein Komma. Reflexivpronomen sind Pronomen, die sich auf etwas zurückbeziehen. Zu jedem Personalpronomen gibt es auch ein Reflexivpronomen. Ich, mich, du, dich, er, sie, es, sich, wir, uns, ihr, euch, sie, sich. Reflexivpronomen sind abhängig vom Verb. Man benötigt ein Reflexivverb, sich kennenlernen, sich verletzen oder sich festhalten. Es gibt eine Vielzahl von reflexiven Verben, die wir jedoch in einem anderen Kapitel lernen. Reziprokpronomen sind wie Reflexivpronomen. Jedoch beziehen sie sich nicht auf etwas zurück, sondern auf das Gegenüber, zum Beispiel des Gesprächspartners. Die Aufteilung in Reziprokpronomen ist noch recht neu und kommt aus den Grammatiken anderer europäischer Sprachen. Zum Beispiel, sie verletzen sich, das heißt, jeder verletzte sich selbst. Das ist reflexiv. Reziprok bedeutet, sie verletzten sich, also einer verletzte den anderen. Reziprokpronomen sind abhängig vom Verb. Ein typisches Reziprokpronomen ist zum Beispiel einander. Kommen wir zu den Demonstrativpronomen. Demonstrativpronomen sind Pronomen, die auf etwas verweisen oder auf etwas zeigen. Es ersetzt damit ein Substantiv. Pronomen heißt für ein Nomen oder auch anstelle eines Nomens. Demonstrativpronomen sind zum Beispiel dies, diese, dieses, dieser, der, die, das, der, die, dasjenige, derselbe, dasselbe, dieselbe, selber oder selbst, derlei, dergleichen.
steht das ohne Substantiv im Satz. Handelt es sich zum Beispiel um ein Demonstrativpronomen, nicht um einen Artikel. Ich mag das wirklich sehr. Das ist hier ein Demonstrativpronomen. Interrogativpronomen sind Fragepronomen. Wer, was, wen, welcher, was für ein. Fragepronomen leiten Fragen ein. Indefinitpronomen bezeichnen etwas, was unbestimmt ist. Indefinitpronomen sind zum Beispiel all, alle, alles, andere, beide, einige, irgendein, irgendwas, jedermann, kein, Mann, nichts und noch mehr. Das war das Pronomen. چرا نمی آیی؟